Aha, Sabrina, machst du 5 Seenwanderung? Zum Glück nicht. Ein bisschen viele Jetzt ist er. Ich würde sagen, es sieht nach Schottenseehorn aus. Ja. Der vorne oben links. Vor uns, unter uns, ist der Schwarzsee. Und Schottenseehorn ist eine Verlängerung. Ja, wir gehen ja nicht auf 5 Seenwanderung, sondern unser Ziel ist Schottenseehorn, wo da in der Verlängerung vom Schwarzsee liegt. Und wir haben ja das letzte Mal, das letzte Jahr, ein super Weg gefunden, wo man ja nicht muss, um die Felsen hier unten klettern. Sondern man geht hinten und dann eigentlich frontal rechts einen Grill halten drauf. Unter uns fließt der Bach. Schön wie ein Rabenrauschen hier. Von den Restschneefeldern, die ja immer noch liegen. Unser grosses Hobby dieses Jahr mit den endlosen Schneefeldern, die nie weggehen wollen. Das coole Weg, das wir das letzte Jahr ausgegraben haben, geht da hinten weiter. Und wir kommen dann in ein Gröllbödeli, wo nachher der Aufstieg oder der Schlussaufstieg auf Schottenseehorn ungemein erleichtert. Es kommt jetzt eine heikle Passage, wo man sich ein bisschen muss heben. Da ist aber auch gegenüber dem letzten Jahr ist da noch mal Gröll runtergekommen. Das war das letzte Jahr alles noch ein bisschen besser gewesen. Es gibt jetzt aber auch hier natürlich mehrere Möglichkeiten zum Durchgehen. Man kann auch ein bisschen weiter runtergehen. Ich sehe, es hat auch unten noch ein bisschen Wegspuren. Also wir können ja gerade so gut unten durchgehen. Oh, ich sehe, das Weg ist noch nicht fertig. Es führt uns immer weiter hinten in die Furke, wo nachher rechts das Schottenseehorn ist. Nochmal einen Blick zurück vom Bergrücken hier, hinten dran Gammidauer. Wir sehen noch den Rest der Kurfürsten ganz im Hintergrund. Unser schöner Weg ist hier langsam zu Ende. Und wir prüfen jetzt eigentlich den weiteren Weg, was eigentlich ideal ist. Ich denke, wir gehen über das Schneefeld und dann rechts über. Auf das kleine Grötli. Das haben wir das letzte Jahr auch auf die Art und Weise gemacht. Und machen dann eigentlich auf dem Grötli oder kurz davor den Schlussaufstieg bis zu diesen beiden Felsen hier oben. Punkt 26, 01 auf der Karte. Sicher hat der Berg auch einen Namen mit dem Kreuz drauf. Ich habe letztes Jahr schon Leute drauf gesehen, als ich auf dem Schottenseehorn war. Ich weiss leider nicht, wie das Spitzli heisst. Ja, und mittlerweile kommt auch Sabrina nach über Schneefeld, sprich die Schneefelder, die sie auch über alles liebt. Die jetzt ja Mitte August immer noch umeinander liegen. Ja, vielleicht gehen sie gar nicht mehr weg.
Und wir sind Zeugen vielleicht von frischer Gletscherbildung hier auf dem Pizzol oben. Ja, der Weg geht jetzt noch ein weiter. Tauen. Müssen wir uns irgendwie eine ideale Route irgendwie noch zusammenzimmern. Ich denke, wir machen es so wie das letzte Jahr, dass wir nicht den Rest noch am Grat nach oben laufen. Das hat sich als relativ ideal herausgestellt. Überall hat es so coole Türme hier. Die Farben sind fantastisch. Wir gehen jetzt weglos. Gehen wir jetzt hier Richtung Schotterseehorn. Ist richtig, wir haben keine Mondlandung gemacht. Es sieht wirklich imposant aus. Grau-violette Blöcke, die da oben liegen. Wirklich speziell. Absolut eindrücklich. Ja, und man sieht langsam hinten runter. In der Richtung Rheintal, Bündnerland. Und der Punkt 2601 wird auch immer tiefer. Sabrina steigt voran. Und ist hier schon recht weit. Ja, wir haben doch schon einiges an Höhe gewonnen. Unser Referenzberg hier hinten ist ja schon gleich unten. Und wenn man weiter dreht, Schneefeld und den Weg, wo wir gekommen sind. Fast geschafft. Ja, lässig, hä? Extrem lässig. Jetzt musst du ihn schauen, davor, wie das cool aussieht. Gehen wir mal schauen. Oh, ja, du. Da siehst du jetzt deine 5 Seenwanderung von oben. Und übrigens hier einen Pizzol. Jawohl. Herrlich, hä? Da unten, schau mal, wie Lämmer wandern. Überall hat es da irgendeine Pfütze, wo die Leute da dran vorbeilaufen. Genau. Ja, schauen wir mal, was links ist. Ja. Nicht zu viel versprochen. Wirklich extrem cool da oben. Herrlich, die Aussicht. Ja, ja, und es ist nicht so heiß heute, es ist bedeckt. Es gibt zwar weniger Farben, aber es ist wirklich schön. Jetzt gibt es natürlich wieder die lustigen Quizfragen. Welches ist der richtige Sotaberg? Der Felsen links oder der Felsen rechts? Vermutlich der rechts, aber es wird nicht gross darauf ankommen. Ja, genau. Es hat wirklich Spass gemacht, hier zu laufen. Ganz lässig. Ja, um das Türmchen kann man noch fast rumlaufen, um das erste. Ich denke, da klettern wir dann nachher mal an. Und schauen mal, ob wir Funkbetrieb hier oben machen. Das müssen wir mal noch abklären. Genau, das hat so viele verschiedene Farben hier im Felsen. Es ist einfach unglaublich. Man kann sich das nicht erklären, wie das in die Steine gekommen ist. Das ist für einen Geologen wahrscheinlich hochinteressant. So, wir gehen jetzt um das Türmchen unten. Genau. Dann schauen wir mal, da kann man hier nämlich hoch. Von der anderen Seite.
Fail sagst, ist erst wichtig. Das ist jetzt die Quizfrage. Genau. Wir nehmen mich hier nur mal einen. Für was ist das der Komfortfelsen? Weil da hat man noch ein bisschen mehr Platz wieder vom anderen. Genau. Es wird jetzt auch schon ein bisschen komisch vorkommen, als gerade das Loch abgegangen ist auf der anderen ja. Seite. Kaum oben schon fast wieder unten. Richtig. Das Zeug hier zusammenschrauben. Ganz schnell. Das ist gut, hast du eine Nummer gefilmt. Mhm. Vorne da. Genau. Jetzt musst du pixeln. Genau. So, wir gehen, dass wir hier nehmen von diesem Element. Das braucht es vielleicht nicht ganz alle. Richtig. Jetzt muss ich. Schau, dass es nicht runtergeht. Unser schön geflickte Kabel wieder. He? Richtig. So. Jetzt ist dann die Frage, wo steckt man das Ding hier? He? Ja, wir müssen es irgendwo einklemmen, weil genau. Weich ist hier nichts, da ist ja alles fest. Richtig, einklemmen ist das Thema. So. Ups. Negativ, es hat kein Gipfelbuch, es hat kein Gipfelkreuz. Auf dem zweiten Felsen hat es ein Steinmantel, ich bin vorher schnell hochgeklettert, aber gerade wieder oben runter, weil 40 cm hinten dran geht es etwa 600 m da das Loch ab. Okay, ja, das ist nicht so sinnvoll. Ja gut, ja. Ja, passt auf euch, gell? Und weiterhin viel Erfolg. Haben wir PM von Haben wir EVS? Sabrina, René, 73. Der Gruß geht zurück von der Sabrina, auch von mir natürlich. Und ich würde sagen, auch natürlich von mir zu Hause. Selbstverständlich hier an dich und auch deine Familie. Ciao, ciao, Stefan, schönes Wochenende. Ciao, René. Jetzt schnell das Ding hier. Jetzt bin ich am Verhungern. Sota, Hotel Bravo 9, Papa India Mike Portable. Ich habe noch einen PM Portable ruft. Tolle Essen. Mhm. Ich muss nachher auch noch etwas essen. Kommt übrigens das Signal sehr stark, das Signal. Kandidat 5.9 Plus geben. Übrigens, das Equipment hier ist ein 857 mit 20 Watt Leistung im Moment und eine CV-Beam. Und im Moment muss ich den Masten halten. Wir haben da keine Möglichkeit der Befestigung hier oben da. Da gibt es keine Löcher, keine Spalten, die wirklich brauchbar sind. Das Mikrofon geht zurück. Ich freue mich
mich da vielleicht auf ein andermal wieder, dass wir uns wieder mal hören, und gebe das Mikrofon nochmals zurück. Alles klar, dann wünsche ich dir da oben viel Spaß und viele Punkte. Es war jetzt doch recht streng hier oben. Immer Mästchen heben und immer entweder knündeln oder stehen. Die Aktivierungen sind durch. Es ist aber nicht allzu viel gelaufen. Aber für ein paar Kurs so hat es gelangt, die wir haben müssen. Und machen jetzt uns wieder auf den Rückweg. So, Sabrina wartet noch, bis ich die letzten Aufnahmen gemacht habe. Das waren die Felsen, die wir aktiviert haben. Und das ist noch das Gipfel, wo wir dann noch schnell hochgeklettert sind, aber natürlich von der inneren Seite. Es geht dadurch wirklich wahnsinnig oben oben. Es ist wirklich eindrücklich, wie das Loch durchabgeht. Absolut enorm. Und irgendwo da unten sehen wir jetzt bei Zollhütte. Ja, und leider ist halt wieder Zeit. Auch schon wieder Tschüss zu sagen, dieser schönen Gegend. Wir müssen dann unten irgendwann auf die Zubringerbahn, die uns runterbringt. Und können natürlich nicht endlos da oben bleiben.